YouTube. Da bin ich wieder. Ja, ich habe mir geschworen, dieses Teil hier, ja, Anlasser Freilaufstarterkupplung, nur für meinen Roller, doch schon jetzt einzubauen, weil ja, der alte Anlasser Freilauf geht definitiv nicht mehr zu bewegen. Weil, ja, ne, der dreht nur noch durch, ne, jetzt mittlerweile. Ne. Ja, genau. Jo, das ist der neue. Das ist der neue Anlasser Freilauf. Ne, ganz neu. Auch noch leicht eingefettet, hier wie man sieht. Ja, und den bauen wir. Ja, und den bauen wir jetzt ein. Jo, genau. Also, das hier ist das Teil, was wir jetzt austauschen. Dazu müssen wir eventuell hier diese Riemenscheibe lösen. Und ja, na, dann mal schauen, dass alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Das ist das alte Teil. Ja, das ist das alte Ding. Ach. Jo, das kommt auf alle Fälle weg. Na, brauchen wir nicht mehr. Boah, guck dich mal einen Unterschied an. Zwischen dem alten oben und dem neuen unten. Na, boah. Krass, ne? Auf jeden Fall. Boah. Heftig. Jo, ich finde ja, dass hier diese Zähne abgenutzt sind als beim neuen, finde ich. Ne, aber ja. Ne. Der hier kommt jetzt rein. Na. So, das war's schon. Und wenn wir jetzt schon das hier offen haben, dann können wir auch mal gucken. Dann können wir auch mal gucken, wie es hier um die Drosselringe steht. Nur weil jetzt fährt er aktuell. Nee, weil jetzt fährt er aktuell zwischen 30 und 35. Das heißt, müssen diese Drosselringe einmal messen. Und dann kommen wir auf ein Ergebnis von 10, 11, ja, nicht ganz 12 mm. Ich kann da mal gucken. Ja, so, so ist, glaube ich, richtig. Ne, nicht ganz 12 mm. Ne, 11 mm noch was. Weil der zeigt hier nicht da die Null an. Naja. Egal. Hoffentlich. Eventuell muss ich die nochmal neu bestellen. Nachbestellen, aber ich hoffe nicht. Jetzt kommt hier
Sieht cool aus. So, jetzt kommt das alles, wird das alles wieder zusammengebaut. Und ja, nur dann wieder festgeschraubt. Da bin ich wieder. Es gibt ein kleines Problem, und zwar ja, kann ich die Funktion des Anlasserfreilaufs nicht testen, weil eventuell, glaube ich, noch mehr kaputt ist. Ja, aber hört mal ganz genau hin, was ich damit meine. Jetzt gut zuhören. Jetzt hört mal auf das Geräusch. Jo, in diesem Sinne würde ich einfach sagen, ja, ne, habt ihr ja gesehen, dass das da nichts gebracht hat und so, ne, mit dem Anlasserfreilauf hier. Ne, wie gesagt, hat nichts gebracht und ja, ne, ich glaube, ich muss noch mehr ersetzen irgendwie als nur den Anlasser hier. Ne. Ja, ne, eventuell, wie gesagt, das Anlasserrelais. Oder den Anlasser selber oder so, ne? Ja. Ja, was mache ich alles im Rahmen einer Wartung, ne, bei 5000 Kilometern? Ne, und ansonsten, ja, solange der fährt, ist doch ganz gut. Ne, ist doch gut. Ne? Da würde ich dann, wie gesagt, dann sagen, dann bis zum nächsten Video und ja, ne, dann haut mal rein. Und ciao. Das wird schon. Wirst sehen. Du bist am Arsch. Oh, ich finde, da ist noch Luft nach oben.